es ist immer wieder schön zu sehen, dass selbst die doofen Tage irgendwann zu Ende gehen. Denn das war heute mit Verlaub gesagt wirklich nicht mein bester Tag. Das Telefon klingelte um 7:30. Ich bin natürlich noch im Bett geblieben. Eine Stunde später klopft es an der Tür und ein Gerichtsvollzieher steht vor mir. Der Hund sprang pflichtbewusst vom Hundekissen und hat genussvoll ins Gerichtsvollzieherbein gebissen. Es tut mir leid, der Typ hat's überlebt und mit dem Kuckuck auf den Hund geklebt. Um 11 kam Post, ich hatte schon so böse Ahnungen, denn außer Werbung 13 allerletzte Mahnungen. Ein böses Strafmandat für viel zu schnelle Raserei. 300 Euro und 4 Punkte waren auch dabei. Ich ging dann erstmal, um mich reinzuwaschen, um etwas Feuchtigkeit an den gestressten Kopf zu lassen. Doch für eine Dusche war es längst zu spät. Die hatten mir das warme Wasser abgedreht. Dann kam ne Mail von meiner Bank, sie sind so in den Niesen. Wir haben 17 Überweisungen zurückgewiesen. Ihr Girokonto ist schon lang die reinste Trauerfeier. Über ihrem Kopf da schweben insolvente Pleitegeier. Ich beschloss dann, mich mal wieder kräftig zu besaufen und mir vom letzten Geld einen wirklich guten Wein zu kaufen. Doch das Desaster nahm dann seinen weiteren Verlauf. Die hatten mir den ohne Alkohol verkauft. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass selbst die doofen Tage irgendwann zu Ende gehen. Das war heute mit Verlaub gesagt wirklich nicht mein bester Tag. Nein, wirklich nicht mein bester Tag. Wirklich nicht mein bester Tag.